Oh, Dicker, wir haben noch einen Strich, wir sind mutig heute. Alalalala, eben waren es aber noch zwei, als ich drauf geguckt habe. Na gut, Freunde der seichten Unterhaltung, schön. Auch herzlich unsere willkommen. Freunde auf Twitch. Genau. Welcome zum In-and-Out-Podcast, genau. The World Premiere. Es wird natürlich noch keiner einschalten und nur, weil wir heute die frohe Kundschaft verteilen, dass wir hier über der Gerät, über diese, auch online sind. Quasi live, also man kann so ein bisschen vor und danach sehen, also ein bisschen mehr als ihr beim In-and-Out-Podcast sonst seht, wie man so will, behind the scenes oder wie wir wirklich sind, bevor wir unsere überschminkten Gesichter in die Kamera halten. So sieht's aus, aber ja, willkommen beim In-and-Out-Podcast, Freunde. Wir versuchen ständig zu verbessern, dementsprechend haben wir einen weiteren Kanal hinzugefügt, den Twitch-Kanal. Wir werden das noch, ihr kriegt es jetzt live mit, die ist Montag quasi hören, wenn heute live jemand zuschaltet, da ist er natürlich ein bisschen im Vorteil. Max, wir versuchen uns ständig zu verbessern, während die anderen alle schlechter werden. So sieht's aus. Das ist unser Vorteil. Das ist unser großer Vorteil. Aber was wollte ich sagen? Das weiß ich nicht. Ich tue den Kameraden mal so ein bisschen hier. So, komm mal hier. Damit so. Man ihn im Bild hat. Wir müssen noch ein bisschen an den neuen Setting. Das ist ungewohnt. Hier zwei Kameras. Hier sieht man seine Fresse auch direkt. Da hinten so weit entfernt. Das ist schon irgendwie Neuland für mich. Schon heftig, ja. Jetzt weißt du, wie sich so richtig heftig prominente Leute fühlen, wenn die so 27 Kameras auf deinen gerichtet sind. Tagtäglich, ne? Tagtäglich. Ja, und du musst von jedem Winkel verdammt gut aussehen. Also du kannst nicht immer nur deine Schokoladenseite in die Kamera reiben, sondern du musst wirklich von allen Winkeln heftig aussehen. So sieht's aus. So, was haben wir denn die Woche erlebt? Ich sag mal so. Wir haben ein bisschen Afghanistan gesehen. Krasse Bilder. Heftige Bilder. Krasse Emotionen, müsste man schon irgendwie sagen. Also ich muss das ja zu meiner Schande gestehen. Ich gucke ja, ehrlich gesagt, diese ganzen Rundfunksender, Fernsehen, diese ganzen Müll, diese ganzen Medien, weil ich sage, ziehe ich mich nicht rein. Aber irgendwann bist du nicht drum herum gekommen, logischerweise, weil es auch in Social Media über drüber. Welche Medien ziehst du dir dann sowas wie Tagesnachrichten rein? Wie kommt man oft gar nicht, wenn tatsächlich über Social Media was gepostet wird, sprich Instagram oder Facebook oder sowas irgendwie am Start ist. Oder Twitter? Twitter ist ja so als Twitter Nachrichtendienst, ist es, Twitter ist, in Anführungsstrichen. Ja, nicht direkt als Nachrichtendienst, aber theoretisch da erfährt man es, sagt man zumindest am schnellsten. Ja. Also es ist noch schneller als Instagram und Facebook. Twitter ist auf jeden Fall fast. Ja. Twitter nutze ich aber nicht. Aber trotzdem krasse Bilder. Leute, die sich an Flugzeuge dranhängen. Ich habe es selber nicht gesehen. Muss ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nur gelesen. Aber viele. Gelesen das und waren gehört. Viele. Stell dir vor, ich habe gedacht, das wäre. Ich habe das Video gesehen. Ich habe gedacht, es wäre. Oder eins der vielen Videos gesehen. Ich habe gedacht, es wäre tatsächlich im ersten Moment, das wäre irgendwie vor so einer Screen gedreht. Und irgendwie. Ich wusste gar nicht, was los ist. Weißt du? Ich habe das noch vorher. Das war das Erste, was ich das da. Du hast das Video gesehen, wusste aber nicht, in welchem Kontext oder was? Ich so, irgendwas stimmt hier nicht so, aber das ist irgendwie, ich so, das ist krass gemacht irgendwie, ne? So im ersten, wirklich im ersten Moment. Okay, das wäre erstmal irgendwas. Da war auch kein Kommentar darüber oder irgendwie ja, sowas. Einfach nur das so, Video. Wie so ein zerbrochenes Herzchen oder ein weinendes Emoji, also nix. Und ich so, okay, klickst du mal kurz drauf, liest du mal den Text und dann so, ja, okay, also Taliban ziehen langsam wieder nach Kabul ein, haben schon viele Städte eingenommen. Und ja, die alliierten Kräfte und sämtliche Leute werden mehr oder weniger zurückgezogen. Es gibt ein paar Maschinen und die Leute fliehen alle vor der Taliban. Und was ich mir bei sowas immer denke, du siehst dann halt, wie so wirklich viele Leute, es ist nicht so, dass da drei Leute versuchen, auf die Tragfläche zu steigen und dann, wenn das Ding ein bisschen Gas gibt, sagen die, komm, da springe ich jetzt runter, aber es ist wahrscheinlich, die ich auch schon vollkommen zerbersten würde. Nein. Die hängen am Getriebe, die hängen an irgendwelchen Teilen, die da sind. Und das sind jetzt nicht nur so fünf, ne? Das sind so 50, die mit in die Höhe gehen. Und dann siehst du nur von hinten halt so, wie das halt so ist, wie bei dem World Trade Center auch, bei den Aufnahmen aus den Helikoptern und so, wie so kleine schwarze Punkte dann von da runterfallen. Bitte, einfach nur unnötig, wie Menschenleben bei so einer Geschichte sterben. Aber was muss ja, haben wir ja eben wie verzweifelt muss ein Mensch sein, dass er sowas macht? Aber ganz ehrlich, was ist der Beweggrund oder auch so, ja, gut, wenn man über das Thema Flüchtlinge und so Kram redet? Kann man sich ja so ein bisschen selber redet, überlegen, was der Beweggrund ist, dann, warum man flüchten will, dann aus so einer Geschichte. Ja, so. Aber dass man eigentlich so ein gigantisches Risiko eingeht. Man kennt diese ganzen Überfahrten auf Schiffen übers Meer, wo irgendwie 300 Personen in einem kleinen Gummiboot abheilen, wo du einfach weißt, okay, also alle Leute, die da einsteigen und sehen, es werden immer mehr wissen, von den 300 Leuten werden auf jeden Fall 100 draufgehen. Hoffentlich bin das nicht ich. Weißt du, was ich meine? Also die nehmen das trotzdem in Kauf. Wie krass behindert muss das Leben da sein, dass du das einfach so in Kauf nimmst. Ne? Also was, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Man schimpft immer nur vorstellen. Über Leute, die abhauen. Das will ich mir auch gar nicht vorstellen, dass ich vor der Entscheidung bin, dass vielleicht die Aussicht auf den Tod besser ist, als dass ich da bleibe, wo ich gerade bin. Ja, das so kann ist das Schlimmste, aussagen. Was so einem kann passieren das, so kann. Ich meine, das ist von den Leuten, die wohnen da, so, die sind da zu Hause, so, weißt du, was ich meine? Ja.
Das ist einfach nur eine bittere, bittere Geschichte. So. Und keine Ahnung, ich kann mir sowas auch immer nur sehr, sehr schwer geben. So, ich bin eh so Krieg und so eine Geschichte, finde ich alles unnötige Kacke. Hart, ne? Braucht kein Mensch. So, und wir machen es trotzdem irgendwie ständig überall, wo wir gerade nicht in der westlichen zivilisierten Welt, in Anführungsstrichen, ja, uns bewegen. USA ist halt eine Besatzungsmacht. Ne? Das ist jetzt ein bisschen unpopulär, was ich sage, aber jeder weiß es. Wir alle mögen, USA, wir alle finden viel Schönes an dem Land und an der Kultur und an den Bräuchen und Leuten und Regionen und Städten und hast du nicht gesehen? Aber man muss dazu sagen... Auf der anderen Seite machen die auch viel Scheiße. So. Auf der anderen Seite machen die halt auch relativ viel Scheiße. Ich meine, ich habe es gelesen, ich glaube, China und Russland haben insgesamt außerhalb ihrer Landesgrenze 14 Militärstützpunkte außerhalb. Also außerhalb ihres Landes. Außerhalb ihres Landes. Ja. So strategisch wahrscheinlich. Ja. USA hat... Das Hundertfache? Ja, ungefähr 1.100. Ich glaube 1.700 insgesamt, 600 auf eigenem Boden und dann noch 1.100 oder so weltweit. Wir fact-checken nicht, aber es sind wirklich ganz krasse Zahlen gewesen. Du hast schon mal, wir haben schon mal so eine Folge, wo du so Zahlen irgendwie so präsenter hast, als hätte sie irgendwie das Lexikon. Ja, verstanden. Also Rammstein ist ja, glaube ich, hier in Deutschland. Rammstein ist der größte Stützpunkt. Ich meine, das ist für Europa, Europa, sage ich mal, schnell einzugreifen und überall da einzumarschieren, wo man Bock hat. Ganz gut, ja. Ist das ein ganz guter Punkt. Und ich meine, wir haben, ich weiß nicht wie viel, ich glaube, es waren um die 12 Atomsprengköpfe auf deutschem Boden. Von denen? Von den USA. Einfach mal so Rammstein geparkt hier, in, die sind hier in einer Garage, die keiner kennt. So. Ja. Ich glaube, die kennt man. Die ist ja auf Rammstein irgendwo. Ne? Also das ist schon... Schon irgendwie beängstigend. So, ist hart, ich, ne? Ja. Also, du kannst im Endeffekt machen, was du willst. Du kannst aus dem Atom... Wenn du den Knopf drücken, was hast du gehabt? Sorry. Out the Maus. Ja. Komplett vorbei. Also völlig am Tropf, wenn man so will. Ja. Bittere Pille. Aber wollen wir uns... Keine Ahnung, willst du dazu noch was sagen? So, ich, keine Ahnung, ich will den Leuten nur Kraft und das Beste wünschen. Ich finde einfach nur extrem schlimm, was da passiert. So. Ja, ich glaube, das Thema ist sehr, sehr dürr und es ist halt, ist aktuell, es ist irgendwie hart. Ich finde... Ja, also was anderes kannst du dazu nicht sagen, oder? Also... Ich finde es dazu auch gar nichts. Also ich kann dazu auch gar nichts sagen. Ich bin auch überhaupt, also ich bin auch in so politischen Themen null drin. Ich weiß die ganzen Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, wie das da strukturell passiert. Da bin ich zu wenig im Thema. Also was ich sage, würde mich als absoluten Vollidioten disqualifizieren, was ja sowieso in dieser Folge oder generell in jeder In-and-Out-Podcast-Folge Standard ist. Ja. Aber bei so einem Thema habe ich so tatsächlich null Ahnung. Ich kann da nicht zu beitragen. Nur einfach den Leuten, die irgendwie das Beste wünschen so und hoffen. Ich glaube, wir haben unseren ersten Follower übrigens bekommen. Yeah! Willkommen! Wer immer du bist, peace. Keine Ahnung, ey. Ich finde es extrem schwierig. Es ist wirklich super, super schwer. So es ist wie bei vielen Themen, die politisch sind, irgendwie, aber tatsächlich diese Bilder zu sehen, ne? Und dann, ich finde dann noch abschließend irgendwie, manchmal fragt man sich so ein bisschen, wir leben ja in dieser schönen Blase hier, bei uns ist alles schön, bei uns ist alles cool, wir schöpfen, wertschöpfen sehr, sehr viel und dann siehst du halt diese Bilder irgendwie und dann im nächsten Post siehst du dann tatsächlich, wie irgendjemand, weiß ich jetzt nicht, irgendwo seine neuesten Brillen, die er sich gekauft hat oder Hüte zeigt. Oder irgendwie zeigt und so. Weißt du, was ich meine? Dieser Kontrast, der ist halt so krass und das der ist halt irre, so ja. Brutal. Ja, der Schnitt auch. Also gerade wenn du so im Internetlandschaft unterwegs bist oder im Medienkonsum, so wie schnell da die Extreme wandeln. Ne? Ich sag, also Nachrichten ist ja nur ein Beispiel so. Da geht es natürlich dann immer um die gesamtweltpolitische Schlag, obwohl wir auch hier sehr einseitig berichten über gewisse Themen. Ja, also vieles, was auf der Welt passiert, wird ja gar nicht berichtet. Südamerika, Afrika, keine Ahnung, Indien, Asien generell, wird immer nur nach USA geguckt, so interessiert hier anscheinend so keiner. Sieht's aus. Das ist natürlich immer sehr einseitig, aber wenn du so eine Was halt gerade in ist. Ja, aber gerade wenn du so eine Internetlandschaft, so das eine Video ist sogar extrem verstörend, extrem heftige Bilder, so wie du gerade beschrieben hast, und das andere ist dann wieder, wie einer gerade irgendwie in seiner Konsummaxime irgendwie was Neues am Start hat. So, das ist halt irgendwie wild. Auch dass die Welt so existiert, wie sie existiert. So. Ja. Wir wollen jetzt hier keine moralische Grundfrage erklären. Nee, überhaupt nicht. Erklären, das, wird, so. das wäre eine viel zu große Folge, wir sind ja eher auch so als Spaß-Podcast bekannt. Ja, aber man fragt sich doch selber so. Also wir sind ja auch irgendwo Opfer dieser Konsumgesellschaft. Und ich meine, mir steht ja auch ständig irgendwie Krempel. So. Wir sind ja auch nicht völlig frei davon. So. Man fragt sich dann auch so, ey, du bist jetzt auf dem Teil der Erde geboren, das irgendwie Dusel gehabt. So. Würdest du irgendwie, keine geografisches Ahnung, Glück? Weißt du, was ich meine? Würdest du 3.000, 4.000 Kilometer... Wobei das bei mir nicht ganz stimmt. Aber ja, aber wenn du 2.000, 3.000 Kilometer woanders geboren wirst, so wirst du vielleicht bitterarm geboren.
geboren so und hast überhaupt gar keine Möglichkeiten. Lebst im Krieg, im Bürgerkrieg, whatever, hast vielleicht keinen Zugang zu Bildung, Wasser, whatever. Und das ist einfach so diese Skurrilität an der heutigen Welt, so, die einen, ja, schockiert, fasziniert, alles zugleich. Ja, aber du bist halt in deiner Bubble, weißt du? Wir sitzen dann. Ja, natürlich wir denken jetzt gerade darüber nach, wir sprechen, weißt du? Wir gehen gleich rüber, gucken. Gucken irgendeinen Film, sondern ist das für uns erstmal wieder ad acta gelegt, was so passiert. Genau, so. Und bei denen ist das halt dauernd. Ja, aber sag mir mal ganz ehrlich, so, was könnte man machen? So? Also, was können wir jetzt in unserer Situation tun, um die Situation, wie sie da ist, zu passieren? A, haben wir überhaupt gar keine Ahnung. Jetzt zu sagen, ey, komm, wir steigen in den Flieger, fahren da runter, tun irgendwas Gutes, wird auch nicht funktionieren so. Nee. Was kannst du da tun? So? Verstehst du, was ich meine? Ja. Du kannst nur vielleicht den Leuten, die, keine Ahnung, hier jetzt hinflüchten oder whatever, einfach sagen, ey, keine Ahnung, bei mir gibt es eine warme Mahlzeit, du kannst von mir jetzt von meinen 500 Hoodies haben, den ich nicht anziehe, so, und... Ja, sowas in der Art. Weißt du, was ich meine? Du kannst dann halt nur mit so einer Kultur dem Ganzen entgegnen, so, aber letztendlich das, was da passiert ist oder das, was da jetzt auch noch passiert und passieren wird... Ja, das kann man nicht, das kann man natürlich als Einzelperson super niemals. Schwierig. Es ist wie mit allem, weißt du? Du kannst jetzt sagen, so, ja, Fleisch ist kacke, das ist kacke, Klimawandel ist am Start, dieses und jenes, hast du nicht gesehen, Leuten helfen, Flutopfer, Afghanistan, Cholera, Pest, Corona, dies, da. Kannst überall mitmachen, du kannst überall, die meisten Leute haben ja zu allem ja auch so eine Meinung irgendwie, das ist auch okay. Aber ich glaube, du kannst überall irgendwo ansetzen und du könntest jetzt natürlich dein Leben, so wie es bisher verläuft, komplett canceln und sagen, ich mache jetzt nur was für diese Themen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Natürlich kann man das machen. Aber es ist halt auch schwierig. Ich gebe dir recht, wo setzt man irgendwie an? Es ist halt dann aber auch scheiße zu sagen, ja, dann machst du halt nichts, weil ich weiß jetzt gar nicht, wo ich ansetzen soll. Soll ich irgendwie eine Schale Reis kochen oder irgendwie was zu essen machen oder so? Oder soll ich jetzt drei meiner Hoodies irgendwo hinspenden? Aber dann liest du schon irgendwie wieder, ja, Spende ist aber scheiße, weil die machen damit Profit und hast du nicht. Also es ist ja insgesamt so schwierig, überhaupt da irgendwo Fuß zu fassen. Ich glaube, man kann, wie mit allem im Leben, und das ist dann auch mein letzter Satz dazu, man kann so versuchen, den gesunden Mittelweg einzuschlagen, dass man sich vieler Sachen einfach bewusst ist. Ja? Dann erlebst du halt auch deine eigenen Sachen auf einer gewissen anderen Sichtweise. Mit einer anderen Dankbarkeit auf jeden Fall. Mit einer anderen Dankbarkeit, mit einer anderen Herangehensweise und früh auch dem Nachkommen oder den Leuten um dich herum oder so auch vermitteln, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Weißt du, am Anfang denkt ja jeder, das ist ja alles so ganz verständlich, was wir hier haben. Ne? Ist es nicht. Und dementsprechend, finde ich, sollte man da, wo man ansetzen kann, ein bisschen was tun und für sich einfach entscheiden, was kann ich an den Themen, sag ich jetzt mal, oder Situationen, die ich gerade gesagt habe, in einer gewissen Form verbessern. Was kannst du tun? Was kann ich dafür tun und was mache ich dafür? Alles andere ist halt schwierig. Sonst musst du dich ja komplett dedicaten und sagen, ich bin jetzt ein Arzt ohne Grenzen oder so. Ja, es gibt ja auch so Leute, die alles das machen. So habe ich auch den höchsten Respekt für. Da musst du, glaube ich, auch Typ für sein. Aber dann brauchst du auch vielleicht irgendein Ziel, wo du drauf hinarbeitest. So wie Ärzte ohne Grenzen. Ich helfe jedem bedingungslos in meinen Möglichkeiten. Keine Ahnung, da wo es keine medizinische Versorgung gibt. Oder ich kaper ein Schiff und fische die Leute irgendwie aus dem Mittelmeer. Mehr die da das machen Leute Brot zu Strand, so, weißt du, was ich meine? Spontanen Lebensaufgaben. Keine Ahnung, ich fahre sonst wohin, baue da einen Brunnen oder helfe irgendwie im Rahmen meiner Möglichkeit. Es gibt auch super viele, die jetzt auch hier, als wir das in Deutschland hatten, die ja da hingefahren sind, die in Urlaub komplett geopfert haben, sagen, ey, ich packe damit an, ich habe da irgendwo für mich meine, ich muss da was machen. So, ich kann nicht einfach zu Hause sitzen und das einfach alles so im Fernsehen verfolgen und dann einfach später sagen, so, ja, haben die schon irgendwie hingekriegt. So, weißt du, finde ich cool, dass so Leute gibt safe. Und dass da auch irgendwie ein paar Leute sagen, ey, ich habe jetzt die Schnauze voll von dem Ganzen. Ich muss jetzt selber aktiv werden, ich muss irgendwas ändern. So von meiner Seite aus größten Respekt. So. Ich gebe dir da recht, ich glaube, ich würde mich auch schwer tun, wenn ich was mache. So, man macht es immer im Kleinen so, weißt du, der Deutsche ist immer ja einmal zu Weihnachten 50 Euro an den RTL-Spendenmarathon und ich bin erstmal so mit meiner Seele saniert. So, das ist ja so ein bisschen oft so die Argumentation und vielleicht habe ich irgendwo noch so ein Patenkind für ein paar Euro im Monat oder was weiß ich und wir haben da irgendwas getan, so, was aber totaler Quatsch ist. So. Ja, aber damit muss man auch ein bisschen sagen, erkaufst du dir deine, sag ich mal, ja, für dich. Freiheit, Unschuld, ich nenne es jetzt mal Freiheit, Unschuld, was getan zu haben, erkaufst du dir das. Ja, damit. Das ist ja heuchlerisch schon. Also du gibst halt Fuffi und weil du einen Fuffi gibst, hast du was, weißt du, es ist nicht so, dass du angepackt hast oder mal wirklich die Gummistiefel angezogen hast, drei Straßen mittlerweile. Du bist ja nicht mehr, du musst ja heute für eine Flutkatastrophe nicht mehr nach Indien reisen, sondern du musst ja nur drei Straßen weitergehen, ja, und dann einfach sagen, so, pass mal auf, hier liegt ziemlich viel Müll, ich packe jetzt mal mit an. Ne? Du musst halt auch für ein paar Themen einfach planen, du musst die Zusammenhänge verstehen, du musst den politischen Background, du kannst dich einfach
halt irgendwo hinfahren und sagen, ey, ich baue jetzt da einen Brunnen und verändere da die Welt. So, das wird nicht funktionieren. Du musst auch ein bisschen planen, was da vor Phase ja, ist. Ja, so. Ja, weißt du, ja, was ja. ich meine? Ich kann jetzt auch nicht in, keine Ahnung, irgendwo in einen schlechten New Yorker Vorort fahren und sagen, ey, ich habe jetzt für alle Basketballtrikots dabei so und dafür gebt ihr mal alle eure Waffen ab. So, weißt du, das wird so auch nicht funktionieren. So. Die ne? nehmen dir die Basketballtrikots dank ihrer Waffen umsonst ab. Ja. So wird es funktionieren. Ja, aber weißt du, verstehst du, was ich meine? Du musst halt irgendwie so ein Thema sein. Das ist halt nicht mal eben so gesagt, ich werfe alles hin und fahre irgendwo hin. So. Da, so funktioniert es nicht. Nee. Also meiner Meinung nach. Absolut nicht. Und ich finde, also was ich immer schockierend finde an so Sachen wie jetzt, ist immer, zumindest sehe ich das bei mir, dass ich von vielen Sachen, die auf der Welt passieren, einfach so null Ahnung habe. Ich sehe dann immer nur den letzten Teil der Eskalation, der dann vielleicht medienwirksam ist, aber was davor alles passiert ist, klar, man kriegt es mal hier so einen Happen damit, aber man schenkt dem Ganzen nicht vielleicht so die Aufmerksamkeit, die es vielleicht verdient oder die Awareness so. Die Frage ist auch, was kann eine Gesellschaft tun? Sollte man jetzt als Gesellschaft auch regelmäßig dann auf die Straße gehen und mal eine Ansage machen, ey, passt mal auf, das, was natürlich. Ihr politisch in anderen Ländern machen, ist nicht cool, aber dafür sind wir dann in so einer Wohlstandsgesellschaft auch zu bequem, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, die Komfortzone wird nicht gern verlassen. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn hier dafür musst du deine Komfortzone verlassen. Ja, das Schlimme ist ja, du musst ja für was einstehen, du musst ja mal eine Meinung, du musst ja mal eine Vorstellung haben, dass man was dagegen sagt. Man ist dann vielleicht auch mal unbequem, so, weißt du, was ich meine? Das will ja keiner. Das will ja keiner, weil dann kommt ja von der Gegenseite vielleicht auch mal ein Kontra und sagt so, ja, nee, aber wenn wir das aufhören, dann passiert das und das so. Ja, ja, verstehst du, was ich meine? Gerade so geopolitische Geschichten und whatever, das ist super komplexes Thema. Sehr, sehr komplexes Thema und man muss und ich dazu weiß sagen, das. Die meisten Leute denken halt nur bis zur nächsten Straßenecke, weißt du, was ich meine? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, wenn du verschiedene Sachen dir so an, also wenn du dir verschiedene Themen damit dich beschäftigst, weißt du, sei es irgendwie was, sogar was Spirituelles oder so, wo die meisten Leute gar keinen Bock drauf haben, weil sie denken, was ist mit dir los? Ja? Genauso wie zu bestimmten Themen, die gefühlt schon unserer Kindheit schon immer so waren, weil sie uns immer so erzählen wurden, aus irgendwelchen Ammenmärchen oder aus irgendwelchen, ja, da haben aber Opa und Oma auch schon immer so gemacht, weißt du, so die Themen, weißt du, wenn du da halt, da triffst du meiner Erachtens nach immer nur auf drei verschiedene Typen. Typ Nummer eins sagt, bist du völlig gestört, was erzählst du da für einen Müll? Ja. Fleisch essen ist das Beste auf der Welt oder was für Klimawandel, was redest du da? Es schmilzt doch gar nichts. Nee, ist ja gar nicht. Das passiert ja gar nicht. Der ist ja gar nicht. So, das sind diese Typen, die so alles abstreiten, gar nichts glauben und sagen so, nee, das stimmt schon alles so, was schon immer so war. Mhm. Dann findest du den Typ und den, den finde ich eigentlich am schlimmsten. Den finde ich noch schlimmer als den Typen, der sagt, du bist behindert und bla und keine Ahnung. Ich habe schon wieder behindert gesagt. Ne? Du bist irgendwie, wir wollen es ja besser. Genau, du bist nicht cool nicht und so, du erzählst nur Müll und behalte deine Meinung mal für dich. Wir wollen ihn nicht hören, weil das ist nicht so. Dann der zweite Typ, der ist noch viel, viel schlimmer, weil der zweite Typ sagt, habe ich auch schon auch festgestellt, Thomas, ich weiß, wieder ein Typ aus Matrix. Du wirst wissen, wen ich gleich meine. Ich weiß genau, was du meinst. Ich sehe das alles so ein bisschen genauso. Ich verstehe das, aber ich möchte das gar nicht. Der mit dem Ziegenbärtchen. Genau. Ja. Ich will einfach... Ich will das gar nicht hören. Ich will weiter in dieser Illusion. Ich will in meiner schönen Wattebäusche-Welt leben. Ich will morgens hier meinen Kaffee trinken, mein Müsli essen und dann mit meinem coolen Audi A4-Kombi zur Arbeit fahren und so. Mich interessiert gar nicht, dass da irgendwelche Leute vom Flugzeug fallen. Ich weiß, das ist da, aber so scheuklappenmäßig. So, das, finde ich, ist eigentlich die schlimmste Version. Und dann gibt es tatsächlich, und das ist immer noch die Minderheit, wobei es in vielen Bereichen viel, viel mehr wird, sind halt die Leute, die dann sagen so, ja krass, habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht, aber, und das können halt Philosophen ganz gut erklären, weil die oft so komplexe Sachen sehr einfach erklären und dann wirklich denkst, fuck, ey, also wie konnte ich das mein Leben lang glauben? Der hat das jetzt so simpel in 2 Minuten, so eine ganz komplexe Geschichte, die für dich ein Leben lang klar war, so einfach ausgehebelt und erklärt, wo du denkst, also ich habe noch nie drüber nachgedacht. Das ist so ein bisschen und davon triffst du aber immer mehr Leute, weil guck mal, nehmen wir mal das Thema vegetarisch. Ne? Also zum Beispiel, ich glaube, ich habe oft lange überlegt, sollten wir mal über dieses Thema sprechen. Vegetarisch? Kein Fleisch essen, ob das gut ist, schlecht ist, warum, weswegen, weshalb und so. Ich glaube tatsächlich... Weil du dich damit mal auseinandergesetzt hast. Ja, nee, nicht deswegen. Also deswegen auch, aber ich glaube, weil wir tatsächlich zum Beispiel bei dem Thema, zum Beispiel, ich würde sagen, es ist eines der wenigen Themen, wo wir wirklich, glaube ich, eine unterschiedliche Meinung zu hätten. Nee, glaube ich nicht. Insgesamt. Aber das können wir mal irgendwann machen. Das müssen wir nicht heute machen. Nee, müssen wir nicht heute machen, aber können wir gerne mal festhalten. Nehmen wir für die nächste Folge. Zum Beispiel. Vielleicht machen wir auch nur mal, wenn es ein bisschen populärer wird, einfach nur so eine Live-Folge. Twitch-Live-Talk am Roundtable. Da machen wir zweimal die Woche und machen einmal irgendwie Twitch-Talk. Müssen wir nicht das streamen, was wir dann auch. Aber du hast bei dem letzten hast du es so ein bisschen schon gesagt, der Typ, der dann, ich sag mal, was Komplexes leicht runterbrechen kann. Die Welt ist so komplex und so schwer verständlich, dass du wirklich tief, tief im Thema sein musst, damit du Dinge, die passieren,
passieren, einfach verstehst. So. Im Ganzen auf jeden Fall. Du weißt, also ich weiß es aus meiner Welt oder aus meiner Lebensrealität, ich versuche die Sachen lieber simpel zu halten und gar nicht noch komplizierter zu machen, als sie sind. Das ist einfach. Was aber dann daraus resultiert, dass du dich für manche Themen dann einfach nicht interessierst oder ab einem gewissen Punkt nicht mehr interessierst, also es so ein bisschen leugnest. Nee, da hast du mich falsch verstanden. So mit gewissen Themen, du kannst dich ja nicht mit allem, was auf der Welt passiert, natürlich, das geht ja gar nicht. Du kannst nicht überall mitmischen. Das geht nicht. Aber du kannst ja zumindest so wach durchs Leben gehen, dass du sagen, ey, es passieren Kriege, es passiert Scheiße, es gibt dies, es gibt das. Sei dir im Klaren. Das ist aber jetzt nichts, was du als Mensch unterstützen würdest. Oder wo du sagst, ich meine, es hat ja irgendwelche Regierungschef mal gesagt, wir machen das jetzt so und so. Aber ich habe, wenn wir in einer Demokratie leben und sagen, ey, ich gebe meine Stimme dafür ab, dass du ja auch die Stimme des Volkes bist, in Anführungsstrichen, und in meinem Sinne und im Sinne des Volkes handelst und dann viele Sachen machst, wo wir vielleicht von mir das gar nicht wollen oder wir gar nichts von mitkriegen, finde ich schwierig so. Und dann frage ich so, wo hab ich denn dann in einer Demokratie vielleicht eine Mitschuld, dass so etwas passiert, obwohl ich dafür doch gar nicht mein Kreuz gesetzt habe? Du hast es für irgendeine Programmperson. Ja, irgendein Agenda-Heft, was niemals umgesetzt wird. So. Verstehst du, was ich meine? Das ist halt das Problem. Ja. Ich meine, das große Problem der Gesellschaft ist ja auch, und das ist jetzt ein bisschen Gesellschaftskritik, aber 85%, oder sagen wir mal doch, 85% sind halt Arbeiterbienen. Ne? Ja. Die gucken nicht rechts, links, die machen so ihren stupiden Alltag, die erledigen ihre Arbeit. Die dicken ihren Honey. Ja, und dann ist der Drops für die gelutscht halt. Ne? Also davon darf man halt nicht ausgehen. Man kann nicht erwarten, dass ein Großteil sich für XY interessiert, weil der leider große Durchschnitt ist halt einfach, wie gesagt, Arbeiterbienen, morgens raus, abends rein, nächsten Tag wieder. Ja gut, wenn du in so einem Hamsterrad bist, dann hast du ja auch wenig Raum, um dich vielleicht auch mit anderen Themen zu beschäftigen. Den hast du immer, du musst es nur irgendwie von dir aus irgendwie wollen. Das ist wie mit allem, wenn du weißt, wie man Sport macht, es aber nicht machst, weil, keine Ahnung, ja, weil du immer wieder sagst, genau, weil du einfach ein voller Bastard bist und hier sagst, morgen, man kann sich immer für alles eine Ausrede suchen. Das ist, es gibt ja den schlauen Spruch, when you think you can or you can't, you are right. Also, wenn du denkst, das schaffe ich nicht oder das schaffe ich, bei beidem hast du recht. Ne? Also insofern, es liegt halt immer an dir, was du daraus machst. Und das machen halt sehr wenige. Und dann, wie gesagt, irgendwann, wenn du anfängst, sage ich mal, ein paar Wahrheiten, die unabdingbar sind. Also die kannst du nicht vom Gegenteil beweisen. Ja? Wenn du merkst, wenn du da so ein paar Wahrheiten kennenlernst, dann wird es immer schwieriger, in dieser Gesellschaft auch zu leben. Ich sag dir, ich habe durch dieses, dass ich mich schon länger damit beschäftige, auch ein bisschen auf dieser spirituellen Ebene und auch mit Leuten, die wirklich eine Meinung haben und, wie ich gerade schon sagte, Philosophen und verschiedene andere. Vielleicht mal eine andere Ansicht haben als so den Mainstream, so, ja? Oder das, was dir so vorgekaut wird. Du kannst dann, wie gesagt, in verschiedenen Sachen einfach nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben kann. Ich kenne halt immer noch Leute, die leben immer noch so wie vor 10, 15 Jahren. Ja, aber gar nicht so sehr, dass die irgendwie abseits... Hängen geblieben oder was meinst du? Ja, nee, meine ich nicht, sondern die machen immer noch alles gleich. Die würden niemals irgendwas in Frage stellen. Also die haben ihre Lebensrezeptur, die feiern die einfach runter. So sieht's aus. Bis zum letzten Atemzug wird es halt durchgezogen, ja. Und da wird es nie mal... das sind auch alles Leute, die sind gebildet und was weiß ich, weißt du, aber die hängen dann so in dieser Sparte da irgendwie drin und da, du weißt einfach, ey, die können machen, was sie wollen, die können so viel moderne Klamotten, moderne Musik, coole Filme. Da ist Chance, ja. Die werden da nicht rauskommen. Die aber es ist irgendwie spooky. Also ich hätte Angst vor so einem Lifestyle. Und ich meine jetzt auch noch nicht mal so auf ihren Beruf bezogen oder so. Da gibt es ja viele Leute, die sich weiterbilden und machen und tun und sich neues Sachen aneignen, neue Skills am Computer oder wenn du was Handwerkliches machst oder so. Nicht? Ja, prinzipiell in deinem eigenen Kosmos, für deinen Beruf schon. Aber ich finde... Was auch viele Leute verwechseln, ist, dass dieses, obwohl man die meiste Zeit des Lebens mehr eher mit Kollegen verbringt als mit der Familie, weil man den größten Tag normalerweise arbeiten ist, ja, finde ich, sage ich aber immer, die Verhältnisse, die auch bei der Arbeit sind, dieses, das ist mein Boss oder das ist jenes, weißt du, diese Gesetze und mit wem du da was machst und so, was du da alles machst, ich sage immer, das ist nicht das reale Leben. Das reale Leben findet abseits davon statt, wo du selber wahrscheinlich jetzt sagen musst, und damit geht es jetzt nicht ums Körperliche, sondern teilweise wirklich um den Horizont, wie weit der irgendwie entwickelt ist, ja,
muss man einfach sagen, in der echten Welt herrschen dann andere Gesetze. Ja? Ich meine jetzt nicht dieses klassische, dein Boss ist voller Lappen, aber der hat einfach irgendwie mehr Glück gehabt, ist dein Boss, kann dir sagen, was du machen sollst, aber wenn wir uns draußen treffen würden, würde ich dir eine Backpfeife geben, dann sieht das Ganze anders aus. Ich meine das gar nicht auf dieser physischen Ebene, also, weißt du, so, dass man sich irgendwie messen muss in einer gewissen Form, sondern dass das echte Leben, wie man so selber drauf ist, der Charakter, den man ist, ich finde, den nimmt man so ein bisschen mit. Das findet außerhalb zum Beispiel der Arbeit statt, finde ich. Das ist eine ganz krasse Lebensweise. Deswegen, wenn du das halt verstanden hast, finde ich, kann dich auch bei der Arbeit auf nichts. Gut Deutsch keiner mehr ficken. Ja. Und das war früher zum Beispiel bei mir nicht so. Das, dann fickst du noch. Ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist dann so, das Thema ist dann vorbei. Du kannst, also allein schon aus der Tatsache heraus, dass ich grundsätzlich den Leuten immer das Beste wünsche, weißt du, kannst du mich auch gar nicht irgendwie. You can't flex on me because I always want the best for you. Ja. Weißt du, was ich meine? Also der Spruch ist bei mir wirklich, hat sich schwer verankert in meinem Sein. Ja. Das heißt, früher die Dinge, die mich aufgeregt haben und so, wenn ich da heute drüber nachdenke, ja, noch nicht mal. Gar nicht. Also kannst du dich null, oder? Ich mich 0,0. Du kannst mich da. Aber dann hast du, was du meinst, auch vielleicht für dich auf deiner spirituellen Ebene, wenn man sie so bezeichnen will, so einfach. Und gereift und gewachsen. So. Genau, das braucht seine Zeit. Mit 20 verstehst du das. Mein Onkel hat mir das mal irgendwann gesagt. Meinte irgendwann mal zu mir, ey Max, so, du willst das auch merken, du bist älter, du wirst jetzt so weniger, gibst du einen Fick auf irgendwas. Das interessiert dich irgendwann gar nicht alles mehr. Du hast ganz andere Größen, an denen du dich misst und definierst. Und so. Themen und so. Absolut. Und Arbeit ist für dich nur noch, um den Kühlschrank mit Essen zu befüllen. Alles andere ist scheißegal. Ja, ich glaube, spätestens dann kommt die nächste Ebene, dass man sich überlegen sollte, ist das wirklich Arbeit, die man macht, nur um den Kühlschrank zu füllen? Weil dann ist es eigentlich dumm. Ja. Ja, das ist dann schon wieder die nächste Ebene, wo man drüber nachdenkt, was genau mache ich hier eigentlich? Nein, das ist doch so. Du denkst, auf der Arbeit. Jetzt nicht in dem, was mache ich hier an dem Computer? Auf Mutter Erde? Auf Mutter Erde? Ja, das ist aber schon sehr philosophisch. Nee, bei der Arbeit. Schon bei der Arbeit so, aber nicht im Sinne von, was mache ich hier eigentlich so? Sondern Rechner an, Kaffee holen, auf Toilette, dann ist 12:30, dann ist Mittagessen. Dann ist schon wieder Mittagessen, ein bisschen länger gemacht. Dann musst du ein, zwei Calls über dich ergehen lassen. Ja, dann heftiges Meeting. Ein bisschen Basketballkarten im Internet gucken und dann ist auch schon Feierabend. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht so. Ja, das hauptsächlich das mit dem Basketballkarten. Auch. Nein, aber you get the point. Natürlich muss man irgendwas machen, damit man Geld verdient, damit man was Essen einkaufen kann. Ohne das geht's auch, aber nicht so krass. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, so wie wir die Kurve da hinbekommen haben. Egal, du bist gerade auf den Punkt gekommen, aber ich gebe dir recht so. Also dieser, der mit sich selber im Reinen sein und für sich selber sein Set zu haben, wo man sagt, das zählt für mich, das ist für mich wichtig, das ist eine Entwicklungsstufe. Auch dieses Glücklichsein. Damit wird auch keiner irgendwo hingesetzt und du bist fertig so. Das musst du dir auch irgendwo erarbeiten und ich glaube, das geht auch bei Charaktern wie bei uns, die auch stets gewillt sind, auch mal über ihren Horizont zu gucken, auch wenn das vielleicht nicht immer so souverän und aber wir machen es wenigstens so, weißt du? Und wir auch reflektiert genug sind und sagen, ey, wir ändern mal was an uns oder wir haben auch, das ist das, wir haben auch den Anspruch, vielleicht mal zu reifen. Vielleicht ist irgendwas, was wir 10, 15 Jahre immer so gemacht haben, einer der Bausteine, der dazu führt, dass wir aktuell nicht glücklich sind. Aber das musst du ja für dich erstmal raffen, erkennen und ich sag mal auf gut Deutsch eliminieren. Das Wichtigste dabei ist, du hast es gerade nämlich sehr gut angesprochen, im Endeffekt, wenn man alles summiert, von allen Menschen auf der Welt, will ja jeder glücklich sein, vielleicht eine Ruhe haben, aber auf jeden Fall glücklich sein. Glücklich sein ist doch so das absolut Erstrebenswerteste, was der Mensch irgendwie, was für alle Menschen auf der ganzen Welt gleich ist. Man möchte einfach ein glücklicher, zufriedener Mensch sein. Kann man so stehen. Das Problem dabei ist, dass wir verlernt haben, was Glück ist und wie man es erreicht, weil wir ja durch das falsche Wertesystem, mit dem wir erzogen wurden, ja, und in der materialistischen Welt, in der wir nun mal in dem Kapitalismus, in dem wir leben, nicht verstehen, dass von außen hinzugeführtes Glück uns niemals wirklich glücklich machen kann. Oder erkauftes Glück, wenn du so willst. Das ist ja das. Ja. Man spricht von außen hinzugefügtes Glück. Ist das der Begriff dafür? Das ist der Begriff dafür. Also wenn ich mir jetzt ein neues, teures Smartphone kaufe, was mich vielleicht für den Moment ganz happy macht. Nach einer Woche ist es normal. Es nicht mehr. Aber es hilft nicht, also ich gebe dir recht, also die Sachen, die mich glücklich machen, haben mit Materie wenig zu tun. Du kannst ja auch niemals Telefon sein, du kannst auch niemals dein Auto sein und du kannst auch niemals dein Weltmeisterschale sein. Bitte? Du kannst doch dein Auto sein, wenn du ein Transformer bist. Dann vielleicht schon. Aber wir müssen halt verstehen, dass wir das meiste Glück von innen heraus bekommen müssen. Genauso wie von außen angewandte Medizin jetzt, das ist nochmal so ein anderes Thema. Aber alles, was von außen ein bisschen kommt, ist halt einfach das, was so den Menschen in unserer Gesellschaft irgendwie vermeintlich glücklich aussehen lässt. Du siehst es in der Werbung, du siehst es im Fernsehen, du siehst es überall, ja.
neues Auto, neue Sakko, neues Hemd, neue Angel, keine Ahnung, neue Schuhe, neue Lampe, neue Innendeko, neues whatever, ja, neue Basketballkarte. Du denkst, geil, ich bin kurzfristig glücklich, ja, ich habe mich kurz befriedigt, aber es bringt nichts. Das von innen heraus muss das kommen und um das zu erreichen... Und das in Kombination mit einem neuen Paar Schuhe macht dann Glück aus? Nee. Nein? Leider nein, weil es ja auch von außen hinzugefügt ist. Das ist kurz. Aber ganz ehrlich, ich erfreue mich sehr lange an einem neuen Paar Schuhe. Also das trägt auch zu meinem Glücksbefinden bei. Es gibt natürlich Dinge, die ein bisschen länger anhaltend sind bei dem Thema, aber du brauchst halt irgendwann auch, weißt du, weil Schema Schuhe ist bei mir so ein Thema, ich habe auch immer Spaß an Schuhen und ich habe auch viel Spaß an Schuhen, die ich mir vor 10 Jahren gekauft habe, die ich heute immer noch habe, wo ich, wenn ich die anziehe, immer noch ein ähnlich cooles Gefühl habe. Da muss ich aber dann sagen, oder mal kurz reingrätschen, das ist unsere biologische Veranlagung, die des Jäger und Sammlers. Das Sammeln an sich ja, natürlich. Ja. Das Horten. Horten hört dann gut. Statistik hat gesagt, vor 15 Jahren, und das ist ehrlich gesagt noch gar nicht so lange her, das klingt nicht so richtig weit weg wie vor 100 Jahren. Vor 15 Jahren hat jeder Deutsche oder jemand, der in der ersten Welt lebt und so lebt, wie wir jetzt, sag ich mal, leben, ja, hat der ungefähr 1000 Dinge besessen. 1000 Sachen. Alles, egal was. Also Socken, Uhr, Käppi, wenn es Käppi gab. Oder haben Teppich, wir Couch. Da würdest du heute nur lachen. Heute sind es schon 10.000. Jeder Mensch hat im Schnitt 10.000 Sachen. Ja. Also die so leben wie wir. Ja, locker. Also ja. Wenn ich meine Blu-ray und Basketballkartensammlung nebeneinander lege, habe ich wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass wir halt einfach in der so leben, dass wir halt in einfach diese ganzen Dinge immer mehr brauchen und einfach diese Dinge uns bestimmen. Und deswegen funktionieren ja auch diese ganzen krassen Social-Media-Geschichten und der ganze Müll so gut, weil du das halt einfach kurze sich allen abwedeln. Ja, kurz geile Bilder sehen, geile kurz irgendwas sehen. Ja, auch Bestätigung, ne? In dir, in deiner Person, in das, was du machst. Highlight Reel deines Lebens ist da. Der Weg dahin war schwer. Ja. Du zeigst deine coolste Karte, aber manchmal war der Hustle und wie viel Geld du ausgegeben hast, weil du Geld verloren gegangen ist, der ganze Hustle bis dahin, den sieht man nicht. Man sieht ja nur auf Instagram das die finale Endgame, Karte. Das Endgame, ja, natürlich. Highlight Reel deines Lebens, aber ich nicht das wahre Leben. Ja, ja. Ich bin ja auch der Ansicht, um so ganz, ganz, ganz weit ober mega musst du irgendwo in deinem Leben mal ganz heftige Hoch und so gewesen sein. Ich glaube, dieser unfassbare Mega-Erfolg, da musst du einfach irgendwo mal Bastard gewesen sein. Glaube ich einfach fest dran. Naja, man sagt, durch ehrliche Arbeit wird man nicht reich und das ist wahrscheinlich auch richtig so. Ja. Und insofern, aber vielleicht wirst du dadurch glücklicher. Wenn dich deine Arbeit glücklich macht, schon, aber das tut es ja offensichtlich nicht. Das hättest du nicht gesagt, das ist so, das muss ja auch jeder für sich selber verstehen. Aber selbst die reichsten Menschen der Welt gehen irgendwann in die Kiste, so, weißt du, was ich meine? Ja, du wirst nackt geboren, du stirbst nackt, du nimmst nichts mit. Und ein sehr weiser Mann aus dem Buddhismus hat mal gesagt, Zen-Buddhismus. Wir sind dauernd am Beschweren, wir hätten das und dieses und jenes. Ich glaube, Deutschland hat auch perfektioniert. Und dann sagte der halt irgendwie so, aber Moment mal, du bist doch nackt auf die Welt gekommen, ne? Also egal, was du besitzt, wenn du nur einen Hut besitzt, du bist ja schon auf der Plusseite. Das ist schon Plus, ja. Du hast schon Plus, ja. Und das verstehen die Leute halt nicht, weil klar, Kapitalismus, falsche Wertesystem, habe ich gerade schon gesagt, mehr, ja? Es gibt ja jetzt schon, es ist 11-mal mehr Geld gedruckt worden oder im Umlauf, als Gegenwert auf der Erde überhaupt da ist. Mhm. Ja, also wir können das ganze Geld schon gar nicht mehr ausgeben, weil der Gegenwert ist einfach gar nicht mehr da. Selbst wenn man Länder und Meer und Wasser verkaufen und Luft verkaufen könnte, ja, dann vielleicht schon. So ein ganzes Meer besitzt wäre aber heftig. Ja, oder einfach Luft. Die ganze Luft, die über dem Atlantik bis zur Ostküste, keine Ahnung, einfach bis zum Pazifik irgendwie langläuft. Schön Sound. Das ist meine Luft. Mein Air so. Ja, muss aber so bis zum Weltall. Ja. Oben im Weltall ist ja keine Luft mehr. Deswegen. Nicht mehr, da kommt irgendwann so eine... Bis dahin musst du dann so eine Mauer bauen. So eine Dingens, so eine Kuppel und dann ist da... Oder auch ein Toyota. Toyota wurde im Weltall erstellt, ja. Nein, der war ja bei Fest in the Furious, den du noch nicht gesehen hast. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist ein Toyota am Wetter. Wir haben in letzter Zeit immer viele ernste Themen. So. Unser Entertainment-Podcast driftet in eine lebensphilosophisch tiefe Richtung mit. In den letzten 2-3 Folgen, ja, aber also, auch immer ganz gute Themen. Also man muss ja dann auch so Themen einfach mal Raum geben. Also du kommst dann, also kein Mensch auf dieser Erde kann mir erzählen, dass an diesem Thema, was da in den letzten Tagen passiert ist, einfach dran vorbeigeschlittert ist. Auf keinen Fall. Geht einfach nicht. Also entweder hat das gesehen, selbst du, der keine
klassischen Medien sich anguckt, ja. Nachrichten guckt, kriegt es trotzdem mit. Und volle Breitseite mit. Und ja, wahrscheinlich über den Social Media Kanälen noch viel heftiger, weil. Ungefiltert, teilweise reale Aufnahmen. Ja, ja, klar. Ungeschönt fürs Fernsehen. Ja, also im Fernsehen wird ja sowieso mal alles weich gespült. Natürlich. Ja. Krass, ja, ich fand's wie immer mal krass, ja, und dann sagt der eine, ja, aber was ist denn mit den Blablabla in Algerien, was ist mit den Kindern, die in Ruanda entführt wurden, was ist mit den Kartellen, die sind jetzt gerade nicht on vogue, Afghanistan ist jetzt gerade on vogue, ja, okay, nochmal, man kann jetzt auch sagen, dann beschäftige uns alle mit gar nichts mehr, jeder kümmert sich um sich selber, weißt du, wenn jeder an sich denkt, dann ist ja an alle gedacht, sag mal, ja, ne, so. Ist natürlich ein toller Spruch, aber gleichzeitig ist es ja manchmal auch ein bisschen so. Ja, es muss ja irgendwelche Themen geben und es muss ja, wie gesagt, man kann sich nicht mit allem beschäftigen, aber wenn man sich wenigstens ein paar Sachen rauspickt und sagt, ich versuche da jetzt irgendwie meinen Horizont wenigstens zu erweitern, einfach zu wissen, was ist wirklich passiert, wie sieht es da aus, was kann ich vielleicht sogar tun. Ja? Also ich habe den Anspruch, wir haben ja auch immer mal wieder mal so ein paar Sachen, die du auf das Tableau bringst oder irgendwelche Begriffe oder Neuigkeiten, einfach mit denen, weißt du, ich merke das bei mir so, du beschäftigst dich da auch mit, also du beschäftigst dich damit, du musst dich da mal so ein bisschen reinfuchsen, gerade so jetzt, ich habe so ein paar Dudes so in meinem Umfeld, so die haben da auf jeden Fall bestimmt mehr Plan von so, ja. Der eine ist auch Blogger so, der ist auch so politisch bewandert, daneben lese ich mir dann halt viel durch, da verstehe ich noch nicht immer alles, aber du merkst halt, der ist halt so richtig dicke im Thema und wenn du so Leuten folgst, kriegst du dann auch deine Horizonterweiterung, da kriegst du vielleicht auch mal eine Idee vom Verständnis, was da passiert ist, ja, dann gepaart ein bisschen gesunden Menschenverstand und mal so ein bisschen Background-Recherche, dass man mal so auf Welle kommt, was denn so im Weltgeschehen überhaupt ist so und was die einzelnen Nationen sich gegenseitig so antun, wieso, weshalb, warum so. Absolut. Absolut. Das ist, ich glaube, für mich ist das, für mich persönlich, das ist meine ganz eigene Interpretation von allem. Ich versuche tatsächlich in all diesen Themen, in all diesen auch Verhaltensweisen und alles, einfach eine bessere Version von mir selber zu werden, jeden Tag. Ja, das hast du ja schon öfters gesagt. So. Genau, das ist einfach mein Ziel, weißt du, sei es auch nur einfach, jeder lässt mal irgendwie den Harten raushängen, bla bla, ich bin auch ein bisschen lauter mit Tattoos oder so, aber einfach zum Beispiel netter sein zu den Leuten, so, keine Ahnung, ich ertappe mich oft dabei, dass ich mir einfach so, ich hole mir irgendwo ein Eis, neben mir steht irgendwie... Ich hole mir irgendwo einen runter. Ja, genau. Ich hole mir irgendwie ein Eis, weißt du, neben mir steht irgendwie, sei es ein Vater mit seinem Sohn oder zwei Teenager oder so und sag, ey komm, ich bezahle für die mit oder eine ganz Kleinigkeit, die muss man gar nicht groß sagen. Vielleicht bin ich auch einfach schon raus. Heute auf dem Weg zu dir, so ein Dude auf dem Fahrrad so, guckte so rüber, ich hatte irgendwie so ein bisschen Krempel mit und meine ich so, und der guckte so, kennst du mich? Und habe ich den so angelächelt und der so, einfach nur, weißt du, was ich meine? So, immer Lächeln verschenkt, kleine Geste, der happy, ich happy, wir beide unsere Wege gegangen. Sowas meine ich. Aber kurz ist nicht immer, ist nicht immer Moment, ist so, nicht an ich. Geld gebunden, aber einfach. Ja, das war ja kein Geldmoment. Nee, ich sag ja, deswegen bei mir war es jetzt mit dem Beispiel. Also hätte mir ruhig 10er geben können, so, aber muss mindestens, nicht. Mindestens. Muss jetzt nicht. Naja, Freunde, was haben wir denn schon auf der Uhr? Oh, wir haben einen Kommentar. Was geht da? Wanna become famous? Buy followers, primes and viewers on bigfollows.com. Bruder, schreib uns, du könntest unser neuer PR-Manager werden. Auf jeden Fall. Falls du unsere Sprache verstehst. Jetzt scheint ja Englisch zu schreiben. Also das riecht nach Werbung, ne? Das riecht nach Werbung. Bald definitiv werdet ihr uns auch auf Twitch sehen. Vielleicht machen wir einmal im Monat einen Live-Podcast. Ja, oder vielleicht mal eine größere Runde. Vielleicht laden wir mal ein, zwei Leute zu ein und machen so ein bisschen am Kaminfeuer talken. Zum Beispiel, warum nicht? Also kann uns keiner vorwerfen, dass wir die modernen neuen Medien nicht alle versuchen auch zu nutzen. Einfach mal quatschen so. Vielleicht auch mal zu Themen, die wir schon besprochen haben, dass ihr auch euch mal so ein bisschen einklickt und so euren Senf dazu gebt. Zum Beispiel. Insofern, bleibt stabil, bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder. Yes. Sorry nochmal letzte Woche für den fucking Ton. Das habe ich ganz alleine verkackt. Da habe ich nämlich die Tonspur von diesem Gerät hier gelöscht. Das wird mir diese Woche nicht passieren. Abonniert, liked, teilt. Wer jetzt noch am Start ist, ist der absolute Kern. Wir feiern euch. Und bleibt gesund. Ciao. Peace. Ola Eichenberg hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Das ist doch bestimmt wieder Fickwerbung. Ziemlich sicher, ja.